Moin, meine HSV-Freunde und Fußballfreunde. Ich melde mich hier nochmal aus dem Homeoffice auf Schnellsen. Das regnet ungeendet hier in Hamburg. Ich habe eben das Testspiel reingepfiffen. FC Freiburg gegen unseren HSV. Also da kann man natürlich, ich höre schon wieder die Kritiker und die Nörgler, oh, das wird nichts und kann nicht und hin und her. Ich meine, das 6-2 hört sich ja auch gewaltig an. Und das eine muss man natürlich sagen, wenn man in 12 Minuten oder was 4 Tore kriegt, das geht natürlich nicht. Das war vorgewählt. Das wird auch unser Trainer monieren. Das wird, du kannst nur hinten nicht sehen und nicht Fußball spielen, auch wenn das der Elfmeter dabei war. Aber bitte, bitte nicht überwältigt werden. Das sehe ich so. Also die mittlere Abteilung, die mittleren 45 Minuten, die haben sich ganz ordentlich gespielt, da waren ordentliche Spielzüge zwischen. Und das eine, was ich immer moniere, das ist meine Manier, es wird zu wenig auf Tor geschossen, auch im Testspiel. Da muss einfach mehr gefeuert werden aus 20, 22 Metern. Aber vielleicht werden sie das noch erlernen oder sie erlernen das nicht mehr. Das sage ich fast jede Woche. Das dazu. Ja, Robert Glatz hat wieder 2 Dinger gemacht von der Bar. Das hat der Schiedsrichter dann so einen blöden Elfmeter gegeben. Und das ist alles für mich unwichtig. Wichtig war, dass die Spieler sich bewegt haben. Wir sind jetzt Eintracht da. Ich glaube, Freiburg hatte 10 Tage schon vorher aus, weil die ja das erste Spiel eine Woche eher haben als wir. Also das bitte, bitte nicht überbewerten. Wir machen noch was und in der Innenverteidigung, da wird noch was gemacht, da kommt jemand. Das habe ich so ein Grummeln im Magen, ich weiß es natürlich nicht, aber da kommt was, da brauchen wir nicht diskutieren und da muss auch was kommen. Wenn der Jonas Drabi muss auch wieder ein bisschen, erstmal wieder reinkommen, da in den Rhythmus. Und der Überspieler ist er ja nun mal nicht, da kann er ja nichts, wir sind ein junger Mann, da brauchen wir nicht diskutieren. Und neben Schulau musst du jemanden haben, der so ein bisschen aktiv ist und der vielleicht auch ein bisschen die Laufarbeit abnimmt. Ein schneller, junger Mann, Kopfballstark, vielleicht noch so wie der Wusgewiss das war. Da können wir natürlich nichts zu sagen zu Wusgewiss, was da oben passiert. Aber ich nehme an, das wird sie noch ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. So, das Thema ist abgeschlossen. So, jetzt wollen wir mal zum Positiven kommen. Ich habe die ganzen jungen Leute gesehen. Den Tom Sandy, alle, ich weiß die ganzen Namen, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber einer ist mir aufgefallen. Ich glaube, der hat durchgespielt. Der kleine Verteidiger von ETV. ETV, da habe ich auch 20 Jahre Fußball gespielt bei ETV. Eins wird das Tor fallen. Der Junge ist 17 oder 16, der hat ein gutes Spiel gemacht. Gegen einen ganz großen Namen, nicht alles richtig gemacht. Der hat mir gefallen. So muss ich das sehen. Und dann natürlich unsere gestammten Leute, Dombe, natürlich klasse. Und auch jetzt hat man wieder gesehen, die Dynamik, Einsatz und die Schnelligkeit von Jada, Bagger. Das haben wir gesehen, das war recht ordentlich. Und das wird auch noch konserviert. Also das war, 6-2 hört sich so gewaltig an. Sie hätten ja auch wieder noch 2 mehr kriegen können. Aber für mich ist entscheidend, dass die Mannschaft auf dem richtigen Wege ist und die stehen zusammen, das merkt man, da wird nicht geschimpft und gepöbelt und gemacht und getan. Das wird alles in kleinen Kämmerlein in Spanien besprochen und dann würde ich auch sagen, ich bin nicht so pessimistisch. Natürlich darfst du dir so eine 10 Minuten oder 15 nicht normal erlauben, da war ja vorgewählt. Aber wir wollen das alles den Ball flach halten. Wir wollen jetzt schön trainieren, der zwei herrliche Wetter, hätte ich ja mit der Badehose sehen können und zugucken können. Aber wie gesagt, für Tim Walter nochmal alles Gute, für die Mannschaft alles Gute und bitte keine Verletzten mehr. Der Benisch, unser Freund, der ist ja auch immer noch verletzt mit den Muskeln, der ist wichtig im Mittelfeld. Und sonst war das alles durchwachsen, das hört 6-2 natürlich ein bisschen viel. Aber Freiburg ist auch eine gute Truppe, das muss man natürlich sagen. Zweiter in der ersten Bundesliga und noch im Pokal. Also der Christian, der macht eine gute Arbeit, der Trainer, das wissen wir. Aber jetzt wollen wir das abhaken. Wir haben noch ein Testspiel, vielleicht wird das schon wieder besser. Aber für mich ist das immer wieder. Die Aufgabe ist Eintracht Braunschweig. Das müssen wir gewinnen. So, das andere war nicht schön, aber...
da kann ich mit leben. Alles klar, nur der HSV, hau rein. Und nicht an den Hörern, die alles schlecht kriegen. Alles war nicht schlecht. Alles gut, tschüssi. Und dann wirst du ja mit sportlichen Gruß, Peter muss immer das Ding hier wieder finden, dass er das aussehen kann mit sportlichen Gruß, sag ich. Das war nicht, alles gut, ihr verletzt euch nicht. Und an meine YouTube-Freunde auch alle und meine Abonnenten. Alle sind an der Stange geblieben bei Peter. So muss das sein, alles klar. Wir ziehen noch auf, wir kommen noch, wir werden noch besser. Und dann sind wir dabei mit dem Aufstieg, alles klar. Ich bin optimistisch. Dann ist so ein Ergebnis. Achso, da wollte ich noch eins sagen. Eins muss ich noch sagen. Wir haben hier ein Zweitligist in Hamburg. Der spielt in Braun. Die haben 7-2 in Spanien gegen den Schweizer Meister gewonnen. 7-2. Der müsste ja Pauli oder St. Pippi mehr oder weniger mit den Aufstieg was zu tun haben. Die Ergebnisse, ich wollte nur damit sagen, die Ergebnisse, kennen Sie das, die gehen mir hinten am Arsch vorbei. Alles klar, nur der HSV, tschüssi. Das muss immer gesagt werden, nicht immer pöbeln, nörgeln, entscheiden ist gegen Wolfsburg. Alles klar? Entschuldigung, gegen Braunschweig, Entschuldigung. Tschüssi. Schönen Abend noch.